Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung Auf den Punkt bei TV Berlin. Heute mit einem ganz besonderen jungen Gast, Lukas Benner aus Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Deutschen Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen, geboren 1996 in Aachen, Jurist und wie gesagt, jetzt ganz neu im Bundestag. Ich begrüße Sie herzlich. Vielen, vielen Dank. Herr Benner, was haben Sie vor? Frisch gewählt im Bundestag, was soll jetzt nach vorne kommen? Man muss zu mir wissen, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen. Und in der Eifel aufzuwachsen, heißt als junger Mensch abgehängt zu sein. Keine Internetverbindung, keine Busanbindung, außer der Dorfkneipe nichts zu tun. Und mit diesem Gefühl, so ein bisschen ins Studium gestartet, bin ich jetzt im Bundestag und will Politik dafür machen, dass es den Leuten vor Ort besser geht. Nicht nur den Leuten in der Stadt, nicht nur den Leuten im Land, sondern allgemein in der Bundesrepublik. Was heißt das? Das heißt für mich vor allen Dingen, die Rechtspolitik auf den Stand der Zeit zu bringen. Also das, was gesellschaftlich mittlerweile völlig Konsens ist, auch in Gesetze zu formen. Und zum anderen heißt es natürlich, eine sozialgerechte Klimapolitik zu machen. Also etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen und das nicht auf den Rücken der Armen. Dazu kommen wir natürlich gleich noch. Klima ist natürlich das Thema der Grünen. Aber was mich neugierig gemacht hat, aus der Eifel, aus dem ländlichen Bereich. Das müssen Sie mir mal erklären. Die Zuschauer lernen Sie ja heute, oder viele neue Zuschauer lernen Sie kennen. Und die sollen mal erfahren, wie der Ort heißt und wie man sich das so vorstellen kann. Der Ort heißt Rott. Das ist die Gemeinde Rötchen. Das ist, wenn man von Aachen nach Monschau fährt, das kennt man vielleicht, quasi genau in der Mitte auf unseren Ortsschildern steht Tor zur Eifel. Und es ist ein kleiner Ort. In Rott wohnen unter 2000 EinwohnerInnen. Ländlich geprägt, aber keine Landwirtschaft im klassischen Sinne. Ich sag mal, da ist die Welt noch in Ordnung, aber wir waren jetzt auch relativ stark getroffen durch das Hochwasserereignis vor 6 Monaten. Und es ist ja ein typisches Dorf, ein Dorf, wo die Welt in Ordnung ist, wo man aber eben trotzdem das erlebt, dass man abgehängt ist, dass es wenig zu tun gibt. Und ich bin wahnsinnig gerne da, bis heute verbringe ich meine Wochenenden dort, aber es war auch schon die Motivation zu sagen, ich komme hier raus und mach's besser. Okay. Das ist aber ein weiter Weg, wenn Sie das beschreiben, da Richtung Monheim und Aachen, ja, und dann in den Bundestag mit so vielen jungen Jahren. Wie sind Sie zu der Politik gekommen? Sind Sie schon Schulsprecher gewesen oder bei den örtlichen Grünen, haben mitgemacht? Wie kam das? Tatsächlich gar nicht dieses klassische Streber-Schulsprecher und dann in die Politik gegangen, sondern es begann wieder mit Rott, muss man ehrlich sagen, weil mich gestört hat, immer bei den Spaziergängen mit dem Hund, dass an den Waldwegen so viel Müll rumlag. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht die Kommunalpolitik nichts? Und dann ging es weiter, warum fahren so wenig Busse? Und dann habe ich mich gefragt, warum macht die Kommunalpolitik nichts? Und dann war ich beim Freund zu Hause, sein Vater war bei den Grünen und ich habe gesagt, warum macht ihr denn nichts? Und er sagte nur so salopp, ja mach's doch selbst. Und an dem Abend war ich relativ sauer und habe gedacht, das sind diese Politiker, von denen alle reden. Ja. Und wenige Wochen später wurde ich gerade 18, bin ich dann zu der ersten Versammlung der Rötchener Grünen gegangen, habe meinen Mitgliedsbeitrag da eingereicht und gesagt, okay, dann versuche ich es mal, das selbst zu machen. Und quasi mit dem einfachen Ziel, in Rott ein bisschen Politik zu machen, ein bisschen meinen Einblick einzubringen, ging das dann immer weiter auf Kreisebene, auf Landesebene und eben jetzt im Bundestag. Wie kam das dann im Bundestag? Dann gibt es ja den Wahlkreis, da muss man sich bewerben. Mhm. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Es war so, dass wir in Aachen und in der Städteregion Aachen eine wahnsinnig erfolgreiche Kommunalwahl hatten. Also wir haben mit Sibylle Keupen die Oberbürgermeisterin von Aachen stellen können, aber auch mit Silvia Mertens in Monschau, einem Ort, wo am selben Tag eine grüne Bürgermeisterin und die absolute Ratsmehrheit der CDU gewählt wurde. Also was die Leute da im Kopf haben, weiß ich nicht, aber eine Wahnsinnssensation für uns als Grüne. Und an diesem Abend, ziemlich genau ein Jahr vor der Bundestagswahl, super Stimmung, war die Frage, okay, wir haben eine Wahl wahnsinnig erfolgreich gewonnen, in einem Jahr ist die nächste, wer macht's? Und bis dahin war das nicht mein Plan. Ich hatte nicht vor, Berufspolitiker zu werden. Mein Lebenstraum in meiner To-Do-Liste war es, Richter am Amtsgericht zu werden für Strafsachen. Und ich habe so viele Menschen haben mich gefragt, willst du es nicht machen, dass ich immer gesagt habe, nee, will ich nicht, nee, will ich nicht. Und irgendwann liegt man abends zu Hause, denkt drüber nach und fragt sich, warum eigentlich nicht? Ich mache das hier, ich habe Ideen, ich habe zu der Zeit über nachhaltige Schifffahrt promoviert, habe also da ein enormes Spezialgebiet auch als Thema und habe mich dann entschieden, es zu versuchen, es zu machen und mit wahnsinnigem Rückhalt von meinen Grünen vor Ort dann eben in diese Kandidatur gegangen, großes Vertrauen der Landespartei bekommen mit einem guten Listenplatz. Und der hat eben gereicht, sodass ich jetzt hier sitzen kann. Wie viele sind aus Nordrhein-Westfalen von den Grünen reingekommen? 27. Und Sie waren auf Listenplatz? 26. Ah, wunderbar. Richtig gut reingekommen. Und jetzt sind Sie im Bundestag. Genau. Wie ist denn das so jetzt als
Ja, 25-jähriger Bundestagsabgeordneter. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für ein Gefühl da in der großen Politik auf einmal aus einem ja, relativ kleinen Ort in Westdeutschland? Ja, das ist natürlich wahnsinnig überfordernd auch. Also ich muss ja erst mal sagen, allein im Bundestag arbeiten 5-mal mehr Menschen als in meinem Heimatort. Das muss man sich ja mal vorstellen, was das für ein Betrieb ist. Ja. Und es ist natürlich, gerade die ersten Wochen waren, man sagt das so häufig, aber wie ein Film. Also es ist einfach so durchgerusht und ich saß 3 Wochen nach der Wahl das erste Mal auf einem Sofa mit einem Kaffee und habe gedacht, was ist hier eigentlich passiert? Dazu muss man wissen, ich bin die Tage vor der Wahl davon ausgegangen, nicht mehr reinzukommen. Und ich habe es an dem Montagmorgen um 6.29 Uhr in der Bekanntmachung des Bundeswahlleiters gelesen, dass ich doch im Bundestag bin, hatte keine Züge für Berlin, kein Hotel, gar nichts und bin mit so einem sporadisch gepackten Koffer nach Berlin gekommen und dann 3 Wochen auch geblieben, weil so viel zu tun war. Und dann hatte ich das erste Mal Zeit nachzudenken. Und wir sind 118 Leute als grüne Fraktion, die jüngste, diverseste, weiblichste grüne Fraktion aller Zeiten. Und es ist natürlich dann ein überwältigendes Gefühl, Teil davon sein zu dürfen. Und bis heute habe ich noch die Momente, gestern erst wieder, wo mich meine Mutter anrief und sagte, und, wie war dein Tag? Und dann erzählt man, dass man morgens von 8 bis 9 eine Videokonferenz mit dem Justizminister hatte, dann hier mit einem Staatssekretär zum Mittag gegessen und kurz noch mit irgendwie bekannten Namen der Politik hier und da was besprochen. Und wenn ich das dann meinen Eltern erzähle, merke ich auch noch mal, wie unwirklich sich das trotzdem noch hier und da anfühlt. Aber für mich ist es einfach ein Privileg. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich das gerade machen darf, dass ich meine ganze Zeit hier reinstecken kann und so ein Riesenteam auch um mich rum habe an Leuten, die mich bis jetzt unterstützt haben und eben auch jetzt beruflich unterstützen können. Das merkt man förmlich. Wir sind ja hier nur 1 Meter auseinander. Da sprüht jemand, da vibriert jemand, da hat jemand was vor. Der Kanzler würde sagen, das ist ein Kandidat mit Wumms. Ja. Diesen Wumms wollen wir jetzt mal auseinandernehmen bzw. ziselieren und mal in die Tiefe gehen. Jetzt haben Sie es geschafft. Jetzt sind Sie im Rechtsausschuss, Sie sind Jurist und haben ein Promotionsstudium angefangen in Greifswald, was jetzt gerade ruht. Man muss erst mal jetzt arbeiten genau. Als Bundestagsabgeordneter. Wie das dann weitergeht, muss man sehen. Aber was kann man jetzt überhaupt als junger Abgeordneter im Rechtsausschuss bewirken? Hat man da überhaupt eine Durchschlagskraft? Tatsächlich absolut ja. Weil, zumindest bei uns Grünen, ich weiß nicht, wie das in anderen Fraktionen läuft, haben wir uns einfach hingesetzt mit allen 6 Mitgliedern des Rechtsausschusses und haben erstmal aufgeschrieben, was ist das Kernthema, was man bearbeiten will. Und dann sind wir immer kleinteiliger geworden, sodass ich einfach meine vollständigen Zuständigkeitsbereiche habe, wo auch nur ich zuständig bin. Und das ist was? Das ist einmal das gesamte allgemeine Zivilrecht, also für die Juristen das bürgerliche Gesetzbuch. Und das ist alles, was Umweltenergieplanung heißt. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, das klingt vielleicht auch ein bisschen trocken für Nichtjuristen. Ja. Das ist aber von dem Trassenausbau über, wie kriegen wir das Windrad in die Fläche, zu, wie machen wir eine Artenschutzprüfung. Also diese ganzen kleinen Zahnräder, wie die Energiewende wirklich gelingen kann, die entscheiden sich ja in der Einzelumsetzung in den Gesetzen. Und das ist mein Zuständigkeitsbereich im Rechtsausschuss. Also wirklich die Energiewende jetzt sauber in die Fläche zu bekommen. Da bleiben wir gleich mal, weil es geht ja um die Energiewende, es geht um Windräder. Jetzt habe ich von Ihrem Wirtschaftsminister gehört, der will 2% der Fläche in Deutschland mit Windrädern bestücken. Das sind 1 Million Fußballfelder mit Windrädern. Und ich kenne ja, sag mal so, meine Pappenheimer, 1 Million Fußballfelder mit Windrädern. Alle sind für die grüne Energie, aber wenn es sozusagen vor der Haustür ist, dann sagen alle nein. Wie sieht das aus? Wie ist das umzusetzen? Das ist halt genau die entscheidende Frage. Ich kann da in einem Nebensatz noch mal sagen, wir haben in Rötchen, in meinem Heimatort, genau die Diskussion gerade. Wir wollen Windräder aufbauen. Ein paar sind dagegen, viele sind dafür. Ich glaube, das wird immer so sein. Die Frage bei dem 2%-Ziel ist ja ein bisschen, auf welcher Ebene verankern wir das? Verpflichten wir die Kommune oder gehen wir auf den Regionalplan? Verpflichten wir erstmal die Länder, damit die Länder das nach unten delegieren und es im Zweifel in 16 Bundesländern anders ist? Dass das 2%-Ziel kommen wird, steht fest, steht im Koalitionsvertrag, sind wir uns einig, wird kommen. Aber genau diese Detailfragen, da bin ich jetzt eben mit für zuständig, wie wir das umgesetzt bekommen. Weil als ein Beispiel die Frage, okay, es wird eine Behörde geben, die hat zu entscheiden, 2% ja, nein. Das ist aber ja eine Prognoseentscheidung. Vielleicht kann eins doch nicht gebaut werden, vielleicht leben da seltene Arten, weswegen das nicht gebaut werden kann. Wie gehen wir also damit um? Also müssen wir eigentlich vielleicht 2,1% machen, damit fertig gebaut ist, dann nachher 2% sind.
Oder heißt das, wenn eins nicht gebaut wird, muss woanders ein neues hin? Wie gehen wir damit um? Wer genau hat die Planungsverantwortung? Weil wir sehen ja, die Kommunen sind gewillt, die Kommunen wollen Klimaschutz machen, aber es mangelt ihnen einfach an personeller Kapazität. Das heißt, wenn wir jetzt im Bund sagen, ihr habt das zu tun, liebe Kommune, schaut, wie ihr das hinbekommt, kriegen wir es einfach nicht hin. Nicht, weil die Kommunen nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Also müssen wir wirklich sehr genau gucken, auf welcher Ebene können wir wie unterstützen und das wie in die Fläche bringen. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Wir haben wahnsinnig kompetente Leute in den Ministerien. Ja. Wir haben sehr gute Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Und in allen Ausschüssen, wo wir das Thema bearbeiten, gute Leute im Bereich Planungsbeschleunigung. Deswegen, ich bin guter Dinge, dass wir genau das gut hinbekommen. Also Planungsbeschleunigung, ja, also wir wissen ja, wie lange es dauert. Wir sind hier in Berlin, wie so ein Flughafen, ja, sich verzögern kann. Im Bundestag gibt es für die Kenner das Elisabeth-Lüders-Haus. Also ich bin 2011 das zweite Mal nach Indien gegangen als Korrespondent. Da stand das schon. Das ist jetzt immer noch nicht eingerichtet. Das soll jetzt irgendwo nachkommen, weil da irgendwie Wasser eingebrochen ist. Aber anyway, nur als Beispiel. Ja, es dauert. Planungsbeschleunigung. Damals, ich kann mich noch erinnern, nach der Wende in Deutschland gab es so ein Planungsbeschleunigungsgesetz, gerade für den Ostdeutschland. Kommt sowas wieder, damit man jetzt nicht nur, ich sag mal, die grüne Energie und Windräder ausbaut, man muss ja auch mehr Wohnungen bauen. Ja, und da muss ja, ich sag mal, muss ja richtig was passieren. Sie sind Jurist. Geht da was? Ja und nein. Also, wenn ich jetzt hier verspreche, dass alle Planungshürden abbauen und man kann planen und bauen, was man will, dann würde das ja doch auch unserem Ziel zuwiderlaufen, weil wir natürlich irgendwo auch Flächen sinnvoll nutzen wollen, Flächenverbrauch vermeiden und nicht neues riesiges Straßennetz durch ganz Deutschland ziehen. Ja. Aber beispielsweise bei der Windenergie steht fest, dass es zum allgemeinen Interesse dient. Und da müssen wir einfach schauen, okay, wo sind die Probleme? Warum dauert es so lange? Wir sind aktuell bei 6 bis 9 Jahren. Also wenn wir so langsam die Energiewende einleiten, dann weiß ich nicht, ob ich und Sie die noch erleben. Und deswegen ran da. Und ich kann jetzt hier noch nicht die genauen Pläne erzählen, weil so weit sind wir noch nicht. Wir warten gerade auf die Vorlagen unserer eigenen Ministerien, aber haben da auch schon hier und da Input gegeben. Deswegen, da müssen wir in 3 Monaten, glaube ich, noch mal reden. Aber ja, wir sind da sehr intensiv dran. Also die Sendung geht das ganze Jahr rüber, auch nächstes Jahr. Sie können gerne wiederkommen, dann können wir das noch mal nachsprechen. Jetzt geht es erstmal noch mal um den Ausbau und vor allen Dingen auch um die Energie. Wir haben es jetzt gerade im Winter hier auch in Berlin erlebt. Ja, immer draußen grau in grau, also keine Photovoltaik, keine Sonne und vor allen Dingen auch wenig Wind. So, jetzt gibt es keine Speicher, es gibt keine Trassen. Die AKWs, also die Kernkraftwerke, werden abgeschaltet. Kohle ist schon beschlossen, soll noch vorgezogen werden. Gas irgendwo auch nur so übergangsweise. Wie soll das alles so schnell auf die Kette gebracht werden? Ich meine, erstmal, was feststeht, was Sie ansprechen, die Energiewende ist nicht nur Klimaschutz, das ist auch soziale Gerechtigkeit, weil Ökostrom, Erneuerbare billiger sind als fossiler Strom. Und gerade mit Blick auf die Ukraine ist der Ausbau der Erneuerbaren auch eine sicherheitspolitische Frage, was eine ganz neue Dimension ist. Allein von der Größe von Deutschland ist es eigentlich unmöglich, dass nirgendwo die Sonne scheint, nirgendwo Wellen sind und nirgendwo Wind weht. Die große Frage ist, wir müssen Trassen bauen. Ja. Wir müssen Vernetzung herstellen, wir brauchen auch intelligente Stromnetze. Ja. Man hätte da schon einiges machen können, man hätte an vielen Punkten attraktiver auch den Photovoltaikausbau machen können. Ein ganz bekanntes Beispiel ist das Mieterstrommodell, was die Union viele, viele Jahre verhindert hat. Und die Union hat 16 Jahre gebremst. Das kann man, glaube ich, so ganz ehrlich sagen. Natürlich sind wir hinterher, aber wir sind willens und vor allen Dingen auch kompetent genug, das jetzt so in der Ampelkoalition hinzubekommen. Deswegen, ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen, weil irgendwo in Deutschland ist immer Wind oder Sonne. Und es kostet Geld. Und jetzt gucken Sie mal auf die Stromrechnung und die Gasrechnung im Augenblick. Ich habe ein kleines Eigenheim. Da hat mein Gasversorger mich gekündigt. Dann ist der Grundversorger eingesprungen, erstmal, bis ich einen neuen hatte. Und dann hat der mir für einen Monat die gesamte Halbjahres-, also ich kann es deutlich sagen, für einen Monat, weniger als einen Monat, 1.700 Euro allein für Gas. Und die Gaspreise gehen ja gerne durch die Decke. Wie kann man das sozialverträglich machen, auch so eine Revolution im Energiemarkt? Sozialverträglich ist das Stichwort. 3 Aspekte sind da wichtig. Der erste ist,
Eigentlich müssen wir weg von Gas. Wir müssen Fernwärmenetze ausbauen. Wir müssen den gesamten Wärmesektor so umbauen, dass wir mit erneuerbarem Strom und mit Fernwärme heizen und quasi Ihre Gasrechnung in 10 Jahren der Vergangenheit angehört. Okay. Zweitens, wir legen ja gerade die Programme auf, da nachzusteuern. Also mit dem Heizkostenzuschuss wollen wir ja 2,1 Millionen Menschen jetzt unbürokratisch 135 Euro zukommen lassen, um das abzufedern. Okay. Und das Dritte ist natürlich, dass wir da als Staat, als Bundesrepublik Deutschland jetzt die Weichen stellen müssen, dass sich das Investieren lohnt. Denn wenn wir da hinkommen, dass wir quasi Strom im Überfluss haben in diesem Land, ist das das Einzige, was wir jetzt effektiv tun können, um diese Preise langfristig runterzuhalten. Das ist nämlich, sich von der Abhängigkeit von russischem oder amerikanischem oder sonst wessen Gas zu lösen und dieses Land mit eigenem grünen Strom zu betreiben. Liebe Zuschauer, bei mir ist Lukas Benner, einer der jüngsten Bundestagsabgeordneten, der 10. Jüngste im Deutschen Bundestag, 25 Jahre jung, und wir reden hier über grüne Politik. Jetzt müssten wir eine kleine Pause machen, um Geld zu verdienen. Wir kommen gleich wieder, bis dann. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bei mir ist Lukas Benner, Bündnis 90 Die Grünen, einer der jüngsten Bundestagsabgeordneten überhaupt und im Rechtsausschuss. Und im Rechtsausschuss müssen wir mal sprechen über ein wichtiges Thema, Familienrecht. Da kennen Sie sich aus. Was haben Sie da vor? Es steht ja schon im Koalitionsvertrag, es ist heiß diskutiert worden, die Verantwortungsgemeinschaft. Ja. Dass also mehr als zwei Personen füreinander rechtlich Verantwortung übernehmen können mit entsprechenden Rechten und Pflichten. Das ist so eins der ganz großen Themen, was bald kommt, was einfach sich an dieses gesellschaftliche Modell angleichen soll. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass da draußen die Menschen nicht mehr alle im ganz klassischen Mutter-Vater-Kind-Modell leben, sondern es die verschiedensten, tollsten Familienmodelle gibt. Und wir wollen das, was die Union 16 Jahre blockiert hat, jetzt da ins Gesetz gießen. Also andere Möglichkeiten des Füreinander-Daseins. Dann wollen wir endlich das Adoptionsrecht bzw. das Mutterschaftsrecht bei gleichgeschlechtlichen Müttern anpassen. Dass also beide automatisch Mutter des Kindes sind. Das sind so wichtige Änderungen, die vielleicht für Menschen da draußen sich nicht sofort erschließen. Aber Rechtspolitik, unser Recht, ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Das denken wir uns ja nicht aus, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern damit es einen Rahmen gibt, eine Unterstützung für die Menschen in Deutschland, gut zu leben. Und da wollen wir die Veränderung der Gesellschaft endlich auch in Veränderung der Rechte packen. Also Sie sprechen von Partnerschaften, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Schwulen, Lesben, alles Mögliche. Können Sie mal so ein Beispiel nehmen oder geben, wo man da jetzt an Rechtssituationen oder Rechtsnormen und Rechtsgesetzen justieren muss und ändern muss, aus dem Alltag? Was ist da bis jetzt nicht passiert und was ist da blockiert worden und was muss da quasi frei werden? Nehmen wir vielleicht das Beispiel Verantwortungsgemeinschaft, weil das meint so viel mehr. Stellen wir uns vor, drei ältere Menschen, alle drei alleinstehend, entscheiden sich für eine Senioren-WG, ja, und sagen, okay, wir drei wollen, bis wir sterben, füreinander da sein. Die wollen ja jetzt keine Ehe schließen, aber sie wollen irgendeine Form des Rechtskonstrukts, des Füreinander-Daseins, des vielleicht auch Erbens, aber auch des Vormund-Werden-Könnens, wenn einer vielleicht geistig nicht mehr so fit ist. Und diese Dinge, die ja jetzt schon Realität sind, es gibt ja diese WGs, es gibt diese Leute, die füreinander da sein wollen, verstehe, aber nicht das Rechtskonstrukt. Und wir, okay, wollen das liefern. Okay, das ist gut. Das habe ich verstanden und das scheint ja auch ganz pragmatisch zu sein. Da gibt es ja viele Formen, wie Sie richtig sagen. Nächster Punkt, ein Megathema dieser Zeit, ist die Digitalisierung. Ich stelle fest, als Journalist, 2 Jahre haben wir fast ausschließlich über die Pandemie uns aufgeregt. Wir haben über Inzidenzzahlen hoch und runter geredet. Aber über die Zukunft dieses Landes haben wir weniger geredet. Und die ist evident. Weil wie wollen wir den Wohlstand, auch jetzt, die sind jung, aber ich habe jetzt Kinder, ja, wie wollen wir den Wohlstand für die Kinder in einer, ich sage, in einer sicheren Umgebung, in einem sicheren Land weiter sichern? Und was muss man dazu tun? Und ein Thema ist Digitalisierung. Ich habe lange im Ausland gelebt, 12 Jahre, und merke immer mal wieder, die Digitalisierung ist bei uns nicht so weit wie in anderen Staaten zum Beispiel. Ich habe in Asien gelebt, ja. Jedes Himalaya-Dorf ist besser vernetzt als bei uns zum Teil in der Fläche. Was sind da Ihre Ideen? Was wollen die Grünen vor allen Dingen da nach vorne bringen?
Erstmal, wir übernehmen, wir erben einen Trümmerhaufen der Union. Also für die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist die Digitalisierung, der Breitbandausbau, der Mobilfunkausbau einfach nur peinlich. Sie haben das gesagt, im Ausland, ich war 2014 mal in Neuseeland, da war alles Echtzeitbanking. Also bevor ich den Supermarkt verlassen habe, war das Geld von meiner Bankkarte abgebucht. Also fragen wir mal die Sparkassen in diesem Land, wann das hier soweit ist, aber ich glaube, das dauert noch bis 2030. Ich glaube, vorher sind wir klimaneutral, bis wir hier Echtzeitbanking haben. Und das ist einfach peinlich, weil Digitalisierung und vor allen Dingen digitale Infrastruktur ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Und ich habe ja gesagt, ich bin in die Politik gegangen, damit es für die Menschen besser ist, aber auch mit diesem Hintergedanken, dass ich abgehängt wurde. Und es war für mich wie Weihnachten und Ostern an einem Tag, als Rott Glasfaser bekommen hat. Das war aber vergangenes Jahr. Okay. Und es ist ja einfach peinlich. Und da müssen wir ran. Und dazu kommt, dass wir bei der Digitalisierung diese ganzen Synergieeffekte endlich mal sinnvoll nutzen müssen. Also es kann ja nicht sein, dass wir autonom fahrenden Autos aufgrund eines US-Konzerns, der nach Deutschland kommt, näher sind als beispielsweise autonom fahrenden Binnenschiffen, obwohl beim Schiff doch wohl niemals versehentlich ein Kind davor läuft, was mit dem Ball spielt, beim Auto aber schon. Also wir hängen da Jahre und Jahrzehnte hinterher und ich bin so froh, dass wir in der Ampel ein Bündnis haben, wo klar ist, Digitalisierung steht im Verkehrssektor, im Namen sogar noch vor dem Verkehr, im Ministerium. Da wird also was passieren. Genau, was muss passieren, was sollte passieren? Auch da wahrscheinlich entbürokratisieren und alles schneller, ich kann mich nur wiederholen, auf die Kette bringen. Oder wie sehen Sie das? Genau, also es ist natürlich da wieder mehrere Seiten, die parallel laufen müssen, mehrere Projekte. Das eine ist Ausbau, also Breitbandausbau, Mobilfunkausbau, vor allen Dingen auch Netzabdeckung, wenn die Menschen mobil sind, also Netzabdeckung an Autobahnen, an Wasserwegen, Netzabdeckung an Schienenwegen. Das zweite ist, wir zerbürokratisieren uns in diesem ganzen Bereich IT-Unternehmen, Tech-Unternehmen. Wenn Sie in Deutschland ein Startup gründen wollen und Sie sagen, ich habe eine super Idee mit Blockchain, dann kann ich Ihnen sagen, Sie werden wahrscheinlich pleite gehen, weil Sie an dem deutschen Genehmigungsverfahren, um all die nötigen Lizenzen zu bekommen, zugrunde gehen. Ja. Und wir müssen innovativen Köpfen, Gründerinnen und Gründern ja irgendwo auch Handlungsspielraum geben, Möglichkeiten geben, dass sie sich als IT-Unternehmen beweisen können, groß werden können, ohne sofort von Regeln und Hemmnissen zerfressen zu werden. Das ist nicht so einfach, weil man natürlich abwägen muss und weil man natürlich auch Interessen hat, dass nicht alles einfach passiert und man mal guckt, sondern natürlich auch Regeln hat. Aber ich glaube, da sind wir nicht mehr auf dem Stand der Zeit und da müssen wir unbedingt ran. Und der dritte Punkt ist relativ einfach. Ja. Wir müssen unterstützen, wo gute Ideen sind. Also ich glaube, wir müssen uns unsere Förderlandschaft nochmal angucken. Es gibt so Digital Hubs, viele, also 6 Stück zum Beispiel in NRW, wo Gründerinnen und Gründer zusammenkommen. Das sind noch geförderte Projekte, aber ich glaube, wir müssen gerade vom Bund auch nochmal gucken, wie kriegen wir auch kreative Köpfe in diesem ganzen Bereich, auch im ländlichen Raum, zusammen, damit wir da Synergieeffekte schaffen können. Ich glaube auch, was Sie da ansprechen, als jemand, der in der Welt unterwegs war, die großen innovativen Unternehmen kommen entweder aus China oder aus USA, Amazon, ja, Apple und so weiter und so fort. Ich glaube, bei den 50 profitabelsten aktuellen Unternehmen in der Welt, also die groß im Sport unterwegs sind und nach vorne sind, gibt es nur, glaube ich, ein Unternehmen aus Deutschland, das ist SAP. Aber sonst sind wir da, was die Zukunft und Digitalisierung und so weiter anbetrifft, nicht sehr gut aufgestellt. Und da muss was kommen, da muss man eben die jungen Leute auch hier halten, sonst gehen die woanders hin. Wie sehen Sie das? Ja, wobei ich da noch einen Satz dazu sagen muss, weil was man oft verkennt, in Deutschland sind wir stark durch diesen ganzen IT-Mittelstand. Also wir haben sehr, sehr viele mittelständige Unternehmen, die wirklich das Rückgrat unserer IT-Wirtschaft sind, okay, in allen möglichen Anwendungsbereichen. Wir haben nicht diese Stars, diese ganz großen, ja, Google, Facebook, Apple, ja, die haben wir in Deutschland nicht. Okay. SAP vielleicht. Ja. Aber wir haben viele Mittelständige, die aber, glaube ich, auch eine ganz andere Förderung brauchen. Weil die natürlich nicht immer die sind, die jetzt vorbrechen. Aber warum bringen wir die denn nicht mit den, ich sag mal, den jungen Wilden, ja, wie ich vielleicht einer bin, zusammen und lassen die gemeinsam kreative Ideen finden? Also das ist so ein Ansatz, wo ich glaube,
Da können wir viel bewegen, wenn wir einfach Plattformen schaffen, wo der etablierte IT-Mittelstand mit dem jungen, dynamischen Informatikstudenten oder der Informatikstudentin zusammenkommt, um sich auszutauschen, um sich anzuschauen, was möglich ist und was nicht. Weil davon lebt doch dieses Land auch. Von Austausch, dass Leute zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam Projekte angehen. Und ich bin da guter Dinge, dass wir schlaue Köpfe hier haben, die, wenn sie den richtigen Rahmen bekommen, auch Großes leisten können. Wir haben nicht nur schlaue Köpfe hier, auch junge Wilde, habe ich gerade gehört. Wie sieht das eigentlich aus beim Stichwort junge Wilde in der Ampelkoalition, also bei FDP und auch bei der SPD? Wie muss man sich das vorstellen, so als Zuschauer wie ich? Was geht da ab? Also die Stimmung ist sehr, sehr gut. Also in diesem Dreierbündnis spürt man einfach mit jedem und jeder, mit der man spricht, so ein Feuer, so eine Energie, dass es jetzt endlich mal nach vorne geht. Dass wir dieses Bündnis haben, was eine sozial-ökologische Transformation einleitet, was Digitalisierung einleitet, was Rechtspolitik am Stand der Zeit einleitet. Und das merkt man wirklich, egal mit wem man spricht. Die Leute haben Lust, wir haben ein gutes Kabinett, wir haben eine Bundesregierung, die führen kann. Und das merkt man einfach bei allen, mit denen man spricht. Spricht eigentlich auch mal der Bundeskanzler mit so jungen Leuten wie Ihnen? Tatsächlich ja. Ich habe mit Olaf Scholz bei der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober direkt gesprochen. Ich will nicht das ganze Gespräch erzählen, aber wir haben über Outfits gesprochen. Ich habe ihm empfohlen, auch mal Sneakers zu tragen. Herr Scholz, wenn Sie mal Sneakers anhaben, sagen Sie Bescheid. Vielleicht steht es Ihnen, vielleicht auch nicht. Ja, vor allen Dingen hat er jetzt zumindest mal so einen Sweater gehabt, ja. Ne? So einen Pullover auf der Fahrt, glaube ich, auf dem Flug nach in den USA oder nach Moskau. Genau. Anyway, also da hört er auch auf die Jungen. Was hat die Ampel, um das auch nochmal, wir hatten jetzt ein Thema schon, das Thema Digitalisierung. Insgesamt, fassen Sie es nochmal als junger Abgeordneter zusammen. Was hat die Ampel, diese neue Bundesregierung, jetzt richtig vor? 1,5-Grad-Ziel, also Klimaschutz auf den Weg bringen, dafür die Energiewende, die Verkehrswende. Mindestlohn von 12 Euro, haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, als so wichtiges gesellschaftliches Instrument. Und natürlich diesen ganzen Bereich des Sozialstaats, der Sozialpolitik, Hartz IV hinter uns zu lassen, ist, glaube ich, so, so wichtig, auch für uns Grüne, da einfach in eine Zukunft des Sozialstaats zu kommen. Darf man auch Eigenheime bauen, den Grünen? Natürlich, ich bin nicht gegen Eigenheime. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass man auf dem Alexanderplatz oder auf einem daneben liegenden, frei werdenden Grundstück kein Einfamilienhaus bauen sollte. Alles klar, ja. Aber in Konzen zum Beispiel kann ich Ihnen sagen, da ist noch Platz. Zukunft schaffen durch eine kluge Verbindung von Ökologie und Ökonomie, habe ich oft gelesen. Wie könnte das aussehen, gerade Sie gefragt als grüner Abgeordneter? Ich glaube, dass wir uns gar nicht fragen müssen, wie könnte das aussehen, sondern wir müssen uns fragen, wie sieht das aus? Und wenn wir uns angucken, wo die Industrie steht, dann sind die an vielen Punkten weiter als wir. Also wenn die Salzgitter AG als großer Stahlkonzern, als wahnsinnig energieintensive Produktionsstätte bis 2045 klimaneutral sein will und dafür schon einen Plan hat, wenn der Schokoladenhersteller Rittersport bis 2025 in Gänze auch die Auslieferung klimaneutral sein will, dann sehen wir ja, dass die Wirtschaft weiter ist, als es die Politik der letzten Jahre war. Und deswegen gibt es das, dieses Zusammenbringen von Ökonomie und Ökologie. Wir müssen es nur ermöglichen, wir müssen den Rechtsrahmen geben. Wir müssen Hand in Hand jetzt mit der Industrie in, glaube ich, sehr gute Zeiten gehen. Und wir brauchen, ich sag mal, clevere Leute, die Fachleute und so weiter. Und wir brauchen dazu Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Und da ist etwas, was ich auch als jemand, der durch die Welt gereist ist, auch im Ausland gelebt hat, immer wieder auch mit einem traurigen Auge sehe, dass doch diese Bildungsrepublik noch nicht so ausgebaut ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Weil Bildung ist gerade für uns als Industrienation der wichtigste Rohstoff. Wir haben sonst keine Rohstoffe mehr. Kohle ist ja eingestellt, klar. Also, was haben Sie da für Ideen? Was brennt da bei Ihnen in dem Herzen? Das, bei dem Thema Bildung muss man sich ja auch die Studien, Sie haben das ja auch schon quasi angeschnitten, anschauen, dass es wirklich eine Korrelation gibt von Menschen, die das Gefühl haben, dass sie keine Aufstiegschancen haben, dass dieses Leistungserbringerprinzip nicht funktioniert und Rechtspopulismus. Also Leute, die sich von Staat und Politik abwenden, sind viel häufiger Leute, die genau daran verzweifeln, dass sie keine Chance haben aufzusteigen.
Allein das sollte uns doch mahnen, dass wir ein Bildungssystem haben, was gerade nicht durchlässig ist, was nicht ermöglicht, dass jeder und jede das machen kann, wo er oder sie glaubt, dass es für ihn das Richtige ist. Und ich kämpfe leidenschaftlich für ein elternunabhängiges BAföG. Dafür, dass man studieren kann, egal was die Eltern verdienen. Ja. Aber auch für neue Finanzierungsmöglichkeiten, wenn man eine Ausbildung machen will. Für irgendwelche Möglichkeiten, wie wir auch Leuten vielleicht noch mal mit 30, ja, die 15 Jahre als Tischler oder Schreiner oder sonst was gearbeitet haben und sagen, vielleicht probiere ich es mal zu studieren, dass wir auch denen vom Staat Möglichkeiten geben. Und das aktuelle BAföG, was einen nach 6 Semestern rauswirft, weil es sagt, du hast noch keinen Bachelor geschafft, das ist doch nicht mehr der Stand der Zeit. Also, wer noch in Regelstudienzeit studiert, herzlichen Glückwunsch, aber es sind die wenigsten. Und wir brauchen ein Fördersystem, was dem gerecht wird. Es heißt ja immer so schön, so viele Studierende schwimmen auf der BAföG-Welle. Es sind zumindest in Aachen nur noch 12% der Studierenden, die BAföG bekommen. Und die müssen in Regelstudienzeit bleiben. Und ich kann Ihnen sagen, an der RWTH, wenn Sie Maschinenbau studieren, das ist richtig Plackerei, in Regelstudienzeit zu bleiben. Und ich wünsche mir und ich kämpfe dafür von Herzen, dass wir ein Finanzierungssystem bekommen, dass man sich auch mal ausprobieren kann. Und dass man, egal was die Eltern verdienen, eine Chance hat, sich Bildung zu leisten. Liebe Zuschauer, ein ganz munteres Gespräch. Wir müssen an dieser Stelle leider aufhören. Ich habe noch viele Fragen, aber vielleicht kommen wir im Jahr noch mal zusammen, um die restlichen Fragen abzuarbeiten. Ich fand super. Ich fand ein ganz frischer, junger Mann, 25 Jahre. Schön, ihn mal erlebt zu haben mit seinen Ideen. Man muss nicht immer sozusagen einer Meinung sein, aber man kann es annehmen. Man kann sich auch damit auseinandersetzen und austauschen. Ich habe es gerne angenommen. Ich fand es wirklich gut. Bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles, alles Gute. Toi, toi, toi und viel Glück. Vielen Dank. Ich komme sehr, sehr gerne nochmal wieder. Danke.